Im Leben ist es immer viel, viel einfacher, wenn man einfach sagen kann, schaut, ich hab's gewusst, guck mal, ich hab's geahnt. Es ist viel, viel schwieriger zu sagen, scheiße, ich hab mich geirrt. Und in dem Fall, Leute, bei Call of Duty Vanguard, nach den ersten 2,5 Stunden gestern, was ein mega cooler Stream war, kann ich eins sagen. Das, was Sledgehammer Games von der Beta bis zum Release, das heißt gerade mal 6-7 Wochen geschafft hat, ist unglaublich gut. Call of Duty Vanguard ist keine komplette Innovation und kein komplett neues Call of Duty, was wir so noch nicht erlebt haben. Aber ganz viel von den innovativen Ideen oder von den Ideen, die Sledgehammer Games hier wirklich ins Game gebracht hat, die wir in der Beta noch gar nicht hatten, sorgen dafür, dass ich ehrlich sagen kann, dass das ein COD ist, wo sehr viele Leute, die schon den Handschuh weggeworfen haben, trotzdem Spaß haben können. Dieses Call of Duty, Leute, ist besser als die letzten beiden definitiv. Moin Jungs, was geht? Herzlich willkommen. Ein nagelneues Call of Duty bedeutet eigentlich immer absoluter Hype bei der Community, alle freuen sich, alle sind irgendwie schon ganz wuschig in der Hose und. Und dieses Jahr ist es komplett das Gegenteil. Und während Leute wie Allotrix komplett schon gesagt haben, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr, Skill-Based Matchmaking, die Skandale, all diese Sachen, ist es so, dass ich vorgestern erlebt habe, dass dieser Hype um dieses Game, der nicht da war, dass der langsam trotzdem wieder aufflammt. Aber, jetzt kommt das Krasse, nur bei den ganzen wirklichen OGs, die schon auch seit Jahren Content machen, die das wirklich leben. Bei ganz vielen von den Casual-Spielern habe ich das Gefühl, man sieht es in den Kommentaren, was echt negative Vibes gibt, dass es vorbei ist. Und während ich vor der Alpha und Beta gesagt habe, Leute, Sledgehammer hat 9 Uhr, 10 Monate Zeit gehabt, da kann nichts draus werden, das kann nicht gut werden. Und dann kam die Alpha. Die hat Spaß gemacht, war aber technisch nicht gut. Dann kam die Beta, die hat auch Spaß gemacht und war technisch noch schlechter. Kein Sound, Grafik war schlecht, ganz viele Sachen. Und eins habe ich mir nach all diesen Monaten jetzt und nach diesem ganzen Jahr Cold War vorgenommen. Und man glaubt es kaum, aber auch Menschen in meinem Alter mit 30 versuchen, Dinge zu verbessern. 3 Sachen, die ich euch dieses Jahr versprechen werde. A, ich werde versuchen, noch besser zu erklären, gerade wenn es Dinge sind, die mir nicht gefallen, warum sie nicht gefallen. Letztes Jahr bin ich viel zu häufig da reingedriftet, dass ich da wirklich drauf gebasht habe, ohne auch nur ein Fünkchen von Feedback zu geben, wie man es besser machen könnte, weil ich für mich gesagt habe, das ist doch verständlich, wie man es besser machen kann. Das zweite, ich werde auf diese elendigen Hasskommentare, und ich kann euch eins sagen, Leute, wenn ihr mal bei anderen YouTube- und Streamer-Kollegen vorbeischaut, völlig egal, wer das ist, ob das John Rage ist, ob das Haptic ist, ob das Mantel HD ist, ist völlig egal, wie ihr nehmt. Was die Leute, und das sind alles im Prinzip Berufskollegen, an Hasskommentaren, und da sind Morddrohungen, da sind Beleidigungen, ganz ehrlich, Leute, das ist nicht YouTube. Dafür machen wir alle nicht diese Videos. Wir machen die, um zu unterhalten. Und wenn ihr sagt, ich habe keinen Bock mehr auf das Game, dann ist das in Ordnung. Dann, ihr könnt das auch schreiben. Aber dann guckt doch nicht mehr. Guckt bei den Leuten nicht mehr. Guckt bei mir nicht mehr. Wir versuchen hier wirklich unser Bestmögliches, damit wir euch mit Infos füttern, damit ihr Gameplays sehen könnt. Leute, wir sitzen stundenlang hier. Und dieses Jahr kann ich euch eins sagen, ich bin so froh, mich am Ende dafür entschieden zu haben, Call of Duty Vanguard spielen und kaufen zu wollen. Das Game hat wirklich nicht nur Potenzial, sondern es hat ein Fundament, was wirklich gut ist. Es gibt auch im Full Game nach den ersten 2-3 Stunden 2-3 Themen, die eher negativ behaftet sind, wo man dran arbeiten könnte oder wahrscheinlich nicht tut, aber müsste. Die werde ich euch nennen, aber ich möchte euch die positiven Sachen nennen, denn dieses Game hat bisher Spaß gemacht. Als allererstes, der brachial schlechte Sound, der gesamte Audiomix aus der Beta ist viel, viel besser geworden. Man hört seine eigenen Schüsse, man hört seine Schritte, man hört Schritte von Gegnern, man hört Schüsse von Gegnern. Der gesamte Sound ist um 180 Grad umgedreht worden, wo ich absolut wirklich überrascht von bin, dass sie das so gut hingekriegt haben. Dadurch, dass man Schritte sehr gut hören kann, macht es auch Sinn, dass wir Ninja und Totenstille haben. Für die, die es nicht mitbekommen haben, es gibt ein festes Perk, das ist Ninja, also im Prinzip Totenstille, eure Fußschritte sind leise und es gibt die Feldaufrüstung Totenstille trotzdem dazu. Das Problem ist, das ist jetzt eine negative Sache, jetzt kommt auch gleich das Feedback, die Kategorie 1 der Perks ist extrem stark, Leute. Wir haben Flagjacket, Taktikmaske, Geist, wir haben Ninja und wir können aktuell, weil es keinen Spezi-Bonus bisher gibt, nur eins davon wählen.
Wenn ihr jetzt aber sagt, ich kann zwischendurch darauf verzichten, dass meine Schritte sehr leise sind, könnt ihr theoretisch Geist oder Kugelweste oder sonstiges aus Perk 1 nehmen und könnt zeitgleich die Feldaufrüstung Totenstille nehmen. Dadurch habt ihr eben nicht ewig Totenstille, aber während ihr Totenstille aktiviert, bekommt ihr in der gleichen Zeit auch Geist aktiviert. Das heißt, ihr könnt theoretisch Kugelweste in Perk 1 spielen und dann mit der Feldaufrüstung Totenstille spielen, die euch 20 Sekunden lang Totenstille gibt und Geist-Perk, das heißt, ihr seid vor Drohnen geschützt. Man könnte es also, gerade wenn man hört oder sieht, dass ein Gegner eine Drohne ruft, könnte man es aktivieren. Das sorgt dafür, dass auch der gesamte Competitive-Bereich dadurch mit dem Totenstille, was denn immer nur ein kurzer Moment ist, nochmal eine kleine Änderung erfährt. Finde ich sehr geil und schwächt es ein bisschen ab, dass das Perk 1-Slot komplett sehr, sehr stark ist. Die Grafik, ich spiele auf zwei Monitoren. Ich habe einen BenQ-Monitor, den habe ich von BenQ gesponsert bekommen. Dazu bekommt ihr auch noch ein Review-Video. Das ist das allererste Mal, dass ich mit 120 FPS gespielt habe. Und ich habe einen Gigabyte-Monitor. Beides 144 Hertz. Ich spiele Vanguard auf 120 FPS. Und ich kann euch eins sagen. Ich weiß nicht, warum so viele daran wirklich zu knabbern haben anscheinend, dass sie sagen, die Grafik ist schlecht. Ich habe auch das Gefühl, dass viele wirklich haten wollen, einfach nur, weil sie schon so da drinne sind. Das ist auch mir letztes Jahr passiert und ich kann euch eins versprechen, Leute, das wird in dem Maße dieses Jahr nicht sein. Dieses Jahr wird es ein noch besserer Scheppy. Ich finde, auf den meisten Karten ist die Grafik wirklich gut. Und Call of Duty war immer dann am besten, wenn es nicht versucht hat, die realste, beste Battlefield-Grafik zu implementieren, sondern eine Grafik, die farbenfroh war, was viele Maps sind, die ein bisschen so cartoon-mäßig war. Black Ops 3, Leute, eins der besten Call of Dutys aller Zeiten. Black Ops 2 hatte auch nicht Realtime-Grafik. Black Ops 4, nicht eins der besten, aber wirklich ordentlich. Währenddessen man hier einfach es geschafft hat, aus einem WW2-Theme, was ja eher grau ist, bedrückend, so wie wir es in WW2 auch hatten, hat man hier geschafft, den Maps Leben, Farbe und Sinn zu geben. Ich habe gestern im Stream, nachdem ich endlich ab 0 Uhr spielen konnte, 2,5 Stunden gespielt. Ich habe von den 16 Karten gestern 5 Karten spielen können. In Call of Duty Cold War letztes Jahr war ich nach 2 Stunden Release mit allen 8 Karten durch und es gab an dem Punkt keine neuen Karten mehr. Rein von dem Content, den wir bekommen haben, jetzt schon, und es kommen mit den Seasons noch Perks dazu, haben sie gestern gesagt, und Streaks und Maps, haben wir ein gutes Jahr vor uns. Das Movement, meiner Meinung nach, fühlt sich Weltklasse an. Es ist smooth, es ist schnell, es ist schneller geworden als in der Beta. Da kommt leider ein negativer Aspekt zu. Ich habe, das ist nur das Gefühl, ich habe es noch nicht getestet, die Time to Kill ist von der Beta ebenfalls nochmal kürzer geworden. Die Time to Kill hier in Vanguard ist extrem gewesen. Dazu muss man aber sagen, ich habe in jeder Runde von der ersten Sekunde an gegen Leute gespielt mit TTV im Clan-Tag, mit Race for my Scuff und. Leute, die gerade am Anfang von solchen Games sehr oft dabei sind und nach ein, zwei Wochen zum nächsten Game huschen, weil da der Hype ausbricht, die Lobbys werden etwas entspannter. Und Skill-Based Matchmaking, Leute, und da können wir uns alle mit abfinden, wird die nächsten Jahre so bleiben. Es wird in den nächsten 2, 3 Jahren keine gravierende Änderung kommen. Wer partout mit Skill-Based Matchmaking nicht mehr umgehen möchte, weil er sagt, ich bin's leid, dem kann ich nur empfehlen, er sollte gucken, ob er vielleicht einfach nur Zombies spielen möchte. Ich persönlich, das, was ich von Zombies gesehen habe, ich bin kein Zombie-YouTuber, ich habe keine Ahnung davon, ich kann nur wiedergeben, was ich sehe, hat mir persönlich gefallen. Und ich habe das Gefühl, dass Sledgehammer gerade beim Zombie-Modus versucht hat, auch wenn es keine rundenbasierten Maps sind, in die Richtung zu gehen, dass gerade neue Leute, die sonst keine Zombie-Spieler sind, dort ihren Spaß haben können. Zombie, ihr wisst es, wurde entwickelt von Sledgehammer zusammen mit Treyarch dieses Jahr. Das gesamte Movement im Game fühlt sich absolut smooth an. Man kantet nicht mehr an allen Ecken herum, man kann Slide canceln, es ist nicht mehr so schnell, so übertrieben. Die Skill Gap ist extrem groß in dem Game. Mit dem Movement, was man hat, mit allem Möglichen, kommt es, egal ob Skill-Based Matchmaking oder nicht, wieder mehr darauf an, wie man spielt. Das einzige wirkliche, was ich mir wünschen würde, ist, dass die Time to Kill 20-30% höher gesetzt wird. Es wäre schön, wenn die Leute nicht ganz so schnell killen können, weil es automatisch dafür sorgt, dass Leute, die sich nicht bewegen, euch natürlich schneller holen können. Nichtsdestotrotz, die Grafik gefällt mir, die Audio-Settings gefallen mir, wir haben mehr Settings, als wir früher hatten. Das Movement gefällt mir, es gibt verschiedenste Waffen, die Waffen haben viel bessere Aufsätze bekommen. In der Beta war es so, dass manche Aufsätze euch so viel Schaden angerichtet haben, dass ihr die gar nicht nutzen konntet. Die Mastery-Kamos in Zombies und
auch im Multiplayer, sehen meiner Meinung nach genial aus. Die Goldtarnung auf den Waffen ist die beste Goldtarnung, die ich jemals in einem Call of Duty gesehen habe. Die Diamanttarnung ist meiner Meinung nach die langweiligste und schlechteste Diamanttarnung, die ich je gesehen habe. Das macht mir aber nichts, denn sobald man in einer Waffenkategorie Diamant hat, spielt man sie ja meistens gar nicht mehr, sondern wenn man hier auf Atomar geht, also die letzte Tarnung, geht man auf die nächste Klasse. Die Waffenaufsätze sehen gut aus. Das gesamte Menü, Leute, sieht für mich, es sieht farbenfroh aus, es sieht wirklich aus, als wenn Sledgehammer Games mit allem, was sie zur Verfügung hatten, versucht haben, für die letzten zwei Flops, das erste halbe Jahr WW2 und Advanced Warfare, ihren eigenen Namen, was ich schon gar nicht für möglich gehalten habe, ihren eigenen Ruf wiederherzustellen. Und ich kann euch eins ganz ehrlich sagen, ich freue mich unglaublich darauf, dass ich für dieses Game dieses Jahr Content machen kann. Ich freue mich natürlich auch auf Battlefield, weil ich auch Battlefield spielen werde. Und ich kann nur jedem von euch, der es jetzt bis hier geguckt hat, nur einen Tipp geben, einen Wunsch äußern. Wenn ihr mit Call of Duty abgeschlossen habt, dann ist das in Ordnung. Ich war auch kurz davor. Ich habe mich letzten Endes, und das habe ich euch in den Videos auch erklärt, entschieden, weil ich in der Beta Spaß hatte, dem Ganzen eine Chance zu geben. Ich finde, wir haben hier ein gutes Produkt. Ich glaube nicht, dass Vanguard eines der besten CODs aller Zeiten wird. Ich glaube aber, dass wir nach sehr, sehr vielen enttäuschenden Jahren ein sehr gutes Jahr vor uns haben können. Und eins muss man, und das ist einfach so, dann äußern. Wenn ihr keinen Bock auf das COD habt, deabonniert die Kanäle, wo ihr COD guckt. Oder hört zumindest auf, den Leuten, die es beruflich versuchen, euch zu unterhalten, noch schwieriger zu machen. Ihr könnt eure Meinung äußern, ihr könnt Likes da lassen, ihr könnt Dislikes da lassen, ist alles eure Entscheidung. Aber hört auf, diese Vibes zu verteilen, denn wir alle, egal wen ihr davon nehmt, versuchen am Ende des Tages natürlich auch Geld zu verdienen, aber hauptsächlich einfach das, was wir hier machen als Beruf, an euch weiterzubringen. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn es gefällt. Und eine Sache, Leute, da muss ich applaudieren. Da ist es, einmal Applaus. Wie geil ist es von Sledgehammer, dass sie eine so einfache Sache ins Game implementiert haben, die wir so, zumindest wie ich das jetzt weiß, noch nicht gehabt haben. Am Ende jeder Runde könnt ihr einen MVP wählen. Da werden euch drei zufällige Spieler ausgewählt und wird angezeigt, der linke Spieler hatte die meisten Mehrfachabschüsse, der rechte hatte die meisten Assists und der dritte hatte die meisten Einnahmen von Flanken. Und jeder, der auf diese oder jeder, der eine Stimme für sich bekommt, bekommt erstmal 25 XP und wenn er die Wahl gewinnt, bekommt er nochmal einen XP-Schub. Leute, ich finde diese kleine Implementation ist so genial, weil es einfach eine Kleinigkeit ist, die nicht viel Aufwand war, die dafür sorgt, dass Leute auch mehr Lust haben, bis zum Ende der Runde dran zu bleiben. Nicht andauernd rausquitten, reinquitten, rausquitten, reinquitten. Ich persönlich bin von diesem Call of Duty ganz am Anfang. Ich werde euch super viel Infos noch dazu geben. Ich werde noch Bugs wahrscheinlich herausfinden, Probleme, Dinge, welche alles ansprechen. Ich werde euch helfen, wie ich meine Settings eingestellt habe, alles Mögliche. Ich freue mich sehr auf dieses Jahr. Ich verspreche euch, Leute, es wird ein noch besserer Shappy, als ihr ihn kennt. Aber ich will ehrlich sein, ich hatte Spaß gestern. Ich freue mich auf das, was hier kommt und kann ganz ehrlich sagen, das ist das allererste Sledgehammer Games COD, was ich von der ersten Sekunde an fühle. Wenn es euch auch so geht, lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.